herzlich willkommen zu Vlogmas 2015. Ich habe mich komplett spontan entschieden, weil mir ist irgendwie die Zeit davon gerannt. Ich habe gar nicht gemerkt, dass jetzt schon fast Weihnachten ist. Habe mich spontan entschieden, dieses Jahr Vlogmas wieder zu machen. Und zwar fange ich mal an mit ein paar Follow-Me-Arounds und ich hoffe, ich bringe ein paar Do-It-Yourself DIYs zustande. Und ja, heute ist der 30. November, weil ich möchte dieses Jahr eigentlich ganz gern vom 1. bis zum 24. Dezember die Vlogmas-Reihe dann wie einen kleinen Adventskalender euch rüberbringen. Und deswegen fangen wir heute schon mal an und heute gibt es ein Follow-Me-Around und ich werde schauen, was ich alles zusammenbekomme. Ich bin heute ein bisschen unterwegs. Jetzt habe ich allererstens mal, es ist morgens, ich glaube es ist jetzt um 9 Uhr morgens, Kind ist in Schule, also beide Kinder sind in Schule, es ist alles ein bisschen anders dieses Jahr, weil wir umgezogen sind und ja, ich habe jetzt ein bisschen Arbeit, ich muss noch Geschenke vorbereiten, die diese Woche alle weg müssen und habe ein Workout und habe momentan nur mein Phone zum Filmen, also für die Follow Me Around. Ich muss mal gucken, ob ich wieder eine Kamera bekomme oder nicht. Muss mal sehen. Und ja, ich bin noch ungestylt und ungeschminkt. Und Haare habe ich vorige Woche auch nochmal gemacht. Yep. Also, wir sehen uns heute öfter. Öfter, wo ist die Kamera? Da. Bis gleich. Okay. Ich bin gerade mit dem Sport fertig, zeige euch gleich die Aftermath. Ich hatte heute Leg Day und da ich selber Trainer bin, ich trainiere selber zu Hause, habe ein bisschen Equipment daheim und deswegen mache ich das daheim. Und ja, red in the face, obviously. Wer Sport macht, wird das wissen. Ja, man schwitzt ein bisschen. Und ja, das habe ich jetzt gerade noch schnell hinter mich gebracht. Jetzt werde ich noch ganz schnell eine 10-15 Minuten Cardio-Session einschmeißen. Und dann werde ich mich mal herrichten und dann sehen wir uns wieder. Genau. Das ist mein Equipment. Das fällt auch schon auseinander hier unten. Das werde ich mal fixen. Und ja, das sind meine Gewichte. Also, wen es interessiert, Powerblocks, das müssen die Kinder gewesen sein. Dass das hier abgeht, das ärgert mich wahnsinnig. Aber egal, noch momentan gehen sie. Sehen, ob man irgendwann diese Zusatzsets oder sowas bekommen kann. Und ja, da ist mein leichtes Blabla-Equipment noch ein bisschen. Variabel, Bänder etc. Und Matte. Ja, noch mehr Bänder. Genau. So, ich habe mich gerade fertig gemacht. Wie ihr seht, Haare habe ich heute nicht gewaschen. Ich hatte heute irgendwie, was heißt keine Lust? Ich hatte schon Lust, aber nachdem ich meine Haare letzte Woche nochmal nachfärben lassen musste, habe ich mich dafür entschieden, sie nicht momentan für die erste Woche nicht zu häufig zu waschen, damit sich das nicht so rauswäscht. Und ja, deswegen. Es sieht nicht schön aus. Ich weiß, keine Ahnung. Braucht mir gerne sagen. Ich weiß es. Ich mag es selbst nicht. Aber ist egal. Müssen wir heute noch durch. Morgen werden sie wieder gewaschen. Yay. Und ja. Und jetzt werde ich mir mal ganz schnell noch einen Joghurt reinpfeifen. Weil. Let's see. Can we grab one? Da fällt alles mit runter. Moment. Da war noch was. Ja. Why on earth do we not get rid of this stuff? Oh my gosh. Sorry. Jetzt hat. Da hinten irgendwo ist ein Joghurt. Wie Kirschjoghurt. Ich mag gar keinen Kirsch, aber egal. Den werde ich mir jetzt mal schnell reinpfeifen, weil ich habe tierischen Hunger. Ich muss aber noch schnell ein bisschen was arbeiten, weil. Ja, nachher muss ich direkt wieder das Kind abholen. Ich muss jetzt noch ein bisschen was am Laptop tun. Laptop, Computer. Ich muss noch eine DVD machen und ein bisschen Cutting-Stuff. Was für Weihnachten vorbereiten, bevor ich morgen wieder richtig arbeiten muss. Und ja, das werde ich jetzt mal schnell machen. Nachher hole ich dann Kind Nummer Uno ab und this here. The mess. Ja, und werde dann später noch mit ihr zum Ballett müssen.
Kann ich aufhören, da rumzufummeln? Das ist so furchtbar. Geh mit ihr nachher noch zum Ballett und dann muss ich noch was bei, denke, ich werde es bei Target besorgen und muss was umtauschen. Ja, das ist erster Tag. Der ist nicht so super spannend, aber it's a follow me around, right? What can you do? Nothing, apparently. Ja, jetzt werde ich mir noch kurz mal reinpfeifen. Hunger! Jo, bin jetzt momentan beim Ballett, beziehungsweise nicht ich, weil da würde ich nicht im Auto sitzen, da würde ich tanzen, wahrscheinlich. Ich habe das Kind abgegeben, die ist jetzt beim Ballett und ich werde jetzt mal noch zum Target mich begeben. Da, also es ist dunkel draußen, falls jetzt immer mal dunkler wird. Ich kann nichts dafür. Da ich noch was für meinen Göttergatten holen möchte. Er hat nämlich noch keinen Kalender. Und genau das werde ich jetzt machen. Ja, wenn man so ruckelt. Noch dazu habe ich wahnsinnig Magenschmerzen. Und wie üblich, wenn man da was googelt, dann bist du eigentlich schon halb am Verrecken. Also, googeln ist immer nicht so prickelnd, glaube ich. Ja, also, wir bewegen uns jetzt einfach mal zum Target und ich hoffe, ich bin auch rechtzeitig wieder zurück. So sieht's aus. Du, bin wieder zurück auf dem Parkplatz und habe ein paar Süßkram-Sachen besorgt, wie man das so macht. Und noch eine Kleinigkeit für Weihnachten und ja, mal wieder die Erfahrung gemacht, dass hier wenig Leute fahren können, was aber auch nicht schlimm ist. Und ja, jetzt warte ich noch 10 Minuten, dann kann ich Mimi wieder abholen und dann hat sie bloß am Samstag noch eine Probe für Nussknacker, weil sie beim Nussknacker mitmacht, Ballett. Und ja, da hat sie noch eine Probe, da müssen wir dann nochmal hin. Das ist dann 1,5 Stunden, ich glaube. Und ja, das war's soweit. Also heute wird, glaube ich, wir werden nach Hause fahren, Hausaufgaben machen, essen und das war's. Und deswegen, das ist ein crappy Licht hier. Deswegen werde ich mich jetzt mit diesem Vlog für den ersten Tag, der jetzt nicht so wahnsinnig spannendst gewesen ist, verabschieden. Verspreche euch aber, dass noch ein paar spannendere Sachen kommen. Und ich muss mich auch für die Qualität heute wahrscheinlich ein bisschen entschuldigen, weil aus irgendeinem Grund Final Cut keinen Bock hat. Also der friert mir immer ein, wenn ich das Video teilweise schon bearbeiten wollte. Und ja, funktioniert heute irgendwie nicht so richtig. Ich muss hier iMovie hernehmen und der ist halt jetzt nicht so ganz so prickelnd, aber ja, besser wie nix und besser als in die Hose geschissen, ne? So, damit verabschiede ich mich von euch für heute. Schöne Adventszeit, also schönen 1. Dezember so rum, genau. Wir sehen uns am 2. wieder und ja, bis dahin, macht's gut. Bye.